Und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, ich habe mich jetzt einmal ein bisschen entmüllt. Ich habe gerade was gefuttert. Und ich würde sagen, wir haben die Wölfe auf jeden Fall fertig geschafft. Und das freut mich riesig. Aber wir werden heute mal ein bisschen, ja, unterwegs sein. Ein bisschen was gucken. Vielleicht finden wir ein schönes Häuschen. Einfach, damit wir nicht nur bauen und guckt euch das mal mittlerweile an hier. Heftig, richtig heftig. Ich glaube, die müssen alle erst noch trocken werden. Das sieht man sogar, ne? Wett und trockenen Concrete. Ziemlich heftig. Ja, das wird, es wird. Sehr, sehr cool. Okay, wir sind jetzt hier. Was haben wir denn hier alles in einem Angebot? Also Junkyard, Scheune. Army Camp. Army Camp ist eigentlich auch gut. Was haben wir hier hinten? Hotel. Aber warte mal, hatte ich nicht hier hinten? Da ist doch der Airdrop. Ne, da ist der Airdrop. Dann fahren wir den Airdrop schnell holen. Und guckt euch das an. Warte mal, so kurz, damit ich so vorbeifahren kann. Okay, jetzt. Ich krieg das nicht gerade auf die Reihe. Yay, das sieht schon irgendwie cool aus. Mega riesig, ne? Ach, das wird. Mit der Zeit kriegen wir das schon hin. Und hier dann eben die... Jetzt lenke ich wieder mit der Maus. Das muss auch noch alles betoniert werden. Ja, da ist nur mein ganzer Beton. Alle, das muss alles noch gedingst werden. Und dann noch schön Rand drumrum machen und ei. Viel Arbeit. Viel Arbeit. So, ich würde sagen, ganz schnell Airdrop holen. Dann, da ist ein Reh. Fleisch. Aber ich habe eigentlich genug Fleisch, ne? Na, haben will. Genau. Wir fahren mal kurz. Und dann wollte ich nämlich doch ganz kurz nach Hause. Warte, vielleicht kriegen wir auch da hinten schöne Häuser. Ich muss ja nicht zwingend in die eine Stadt da reinfahren. Also hier ist irgendwo der Airdrop. Da unten, ich sehe ihn, da ist er. So, einmal einpacken, mitnehmen. Dankeschön. Natürlich wäre am besten, wenn wir irgendwie ein Gebäude finden, was viele Bücher hat. Ich brauche nur noch 4 Bücher und dann wäre ich ganz, ganz zufrieden und ich finde es aber nicht. Ich finde das einfach nicht. Vielleicht nächstes Mal auch so eine kleine Händlertour machen und mal gucken. Also wir können doch eigentlich auch hier so in die 2 reinstiefeln. Einfach mal gucken gehen. Hier ist so ein kleiner... So, da war ich letztes Mal erst wegen einer Quest, ne? Aber da drin war man nicht. Wir packen das Bike einfach ein. Und dann gehen wir mal hier kurz durch. Warte, was will ich die da vielleicht? Einmal kurz durchgucken. So, da sind ja auch schon ein paar. Da war ich, glaube ich, auch noch nicht drin. Kann das sein? Bin mir gerade nicht sicher. Da oben ist ein Kopf. Der will auch Ärger machen. Ja, komm, dann hauen wir euch. Nein, du bleibst hier. Schlag ihn. Yes, jawoll, ich habe ihn noch bekommen. Ich finde, die Biker sind echt schneller wie die anderen. Warum auch immer. Und die halten aus und teilen aus. Eieieiei. Alter Schwede, ne? Ist die jetzt kaputt? Stirb jetzt. Biker sind schon richtig hart am Leben. So, komm. Und ich glaube, die machen so viel Schaden, weil immerhin, die haben bestimmt ganz viel Bier-Intus. Und man weiß ja, mit Bier macht man 500% mehr Melee-Damage. Wäre also so meine Erklärung, warum die Biker so viel Schaden machen. So, ein schönes Fass. Haben wir hier noch irgendwas? Achso, hier ist, genau, unberührt. Ein bisschen Blei war jetzt aber auch nicht viel, ne? Vielleicht ist ja drin irgendwie, Messing ist immer gut. Hat sich schon gelohnt. Messing ist immer gut. So, bist du? Du bist auch voll. Warte, was war da? Müllhaufen. Blei.
Eigentlich könnte ich auch das Auto abschrauben, ne? Ich glaube, normalerweise gehört das auf diese Balken. Und nicht daneben. Ich glaube, die lohnen sich aber. Nee, das dauert mir viel zu lang. Ich glaube, die lohnen sich nicht wirklich. Und da wäre genug Holz. Eigentlich. Nee, eigentlich brauche ich doch keins. Aber es gibt mechanische Teile. Interessant. Geben die Stühle irgendwas? Nein. Eisen und was? Militärfasern? Okay, wusste ich auch nicht. Na, immer mal wieder alles abschrauben. Das ist, ich dachte, ja, nein, da war ich ja noch gar nicht drin. Da war ich ja noch gar nicht drin. So, du stellst dich nur tot, du bist noch nicht tot. Und das gleiche bei dir, ja. Also, mach ihn tot, mach ihn tot. Dankeschön. Und den machen wir auch gleich kaputt, ja. So, jetzt. Ach, wie herrlich, wie herrlich. Also, mitnehmen. Ein bisschen Benzin mitnehmen. Money. Zerstört und da ist eine Mine drin. Können wir bestimmt gebrauchen irgendwann. So, da oben war noch was drauf. Oder ist noch was drauf, besser gesagt. So, schön, dass ich da so rankomme. Da oben könnte eventuell auch noch was sein. So, entriegelt. Oh, Rottenfleisch, ja. Lecker, lecker, lecker. Da brauche ich doch. Das ist wichtig. So, okay, dann haben wir hier aber eigentlich schon alles, ne? Sieht zumindest so aus. Und kein Bücherregal. Schade, schade. Dann holen wir uns hier drüben noch das Auto. Beziehungsweise hier. Jetzt muss ich gerade mal gleich gucken. Ich habe Bewegungsunschärfe. Ist die schon wieder an? Oder sieht das jetzt nur so aus? Ne, Bewegungsunschärfe. Ist okay. Sehr komisch, sehr komisch. Irgendwie dachte ich, passt das gerade nicht so richtig. So. Ach, ich habe gar keinen Platz mehr. Ich habe überhaupt keinen Platz mehr. Und da können wir schrotten. Essen, gibt auch gleich Heilung. Essen. Und den da können wir eigentlich wegschmeißen, komplett. Weiß gar nicht, was der gibt, wenn man die zerlegt. Leder wahrscheinlich, ne? Ja, Leder. So, dann nehmen wir mal das Auto noch mit. Und schon in die Garage da vorne. Und dann baue ich wahrscheinlich doch erstmal mein Ding auf Blei und Holz, was ich weggeschmissen habe. Ein Glas. Nehmen wir mit. Aufstehen, alle aufstehen. Die kommen, genau, von da oben. Von da oben kommen sie runtergeplumpst. So, stehst du auch wieder auf? Einmal weghauen. Ich weiß halt nicht, ich bräuchte halt eigentlich, ich glaube, ich habe tatsächlich eine sehr schlechte Karte erwischt. Gut, fürs Bauen ist es jetzt nicht so schlimm, aber ich habe kaum Bücherladengeschäfte und so ein Kram. Das ist irgendwie schade. Essen. Mehr Essen. Ganz viel Essen. So, warte mal, ist da oben irgendwas? Geh mal in die Hucke. Geh mal da hoch. Mach irgendwas, Mädchen. Okay, so. Das ist mal da, ne? Ja. Einmal hochgucken. Da irgendwo etwas ist. Da ist doch was da oben. Ja, da ist eine verrottete Tasche. So. Da ist noch eine Tasche. Dankeschön. Die können wir schrotten. Die nehmen wir mit und das nehmen wir mit. So. Oh, was ist denn das für ein Haus? Was ist denn das da für ein Haus? Das fällt mir erst jetzt gerade so ins Auge. Das sieht nämlich interessant aus. Nee, Herrenhaus ist es nicht. Das Herrenhaus ist es nicht. Ach, Mietekatze. Ich dachte gerade, was macht denn hier so komische Geräusche? So, geh du erstmal kaputt. Dann tue ich mich verbinden. Und dann holen wir mal den Bike raus, ne? Dann brauchen wir mal kurz das Bike. Also, Bike setzen wir hier hin. Da schmeißen wir sämtliche Sachen rein. Eine 6er Batterie. Wenn ich halt mal mit Strom arbeiten würde, könnte ich das auch benutzen. Messerchen.
Katerchen. So, nehmen wir mit. Sehr schön. Ich glaube, das Haus sieht interessant aus. Ich kenne das jetzt so auf Anhieb, glaube ich, nicht. Wieso habe ich hier jetzt zwei Honig? Wo habe ich jetzt zwei Honig her? Komisch, komisch, komisch. Ich glaube, das Haus kenne ich noch gar nicht, muss ich sagen. Du, geh mal jetzt mal rein. Oder war ich da schon drin? Ah doch, da war ich... Nee, da waren wir, glaube ich, doch noch nicht drin. So, gleich mal hierher. Erstmal, warte. Ich muss mir erst ein bisschen halbwegs hier... Ich will nicht direkt reinplumpsen. So. So, ein bisschen gucken. War ich hier schon mal drinnen? Oh, das ist aber ein Buch. Das sind Bücher. Und natürlich kennen wir das schon, ne? Na, mein Freund, wohnst du hier? Der Haus ist ein bisschen kaputt, ne? Aber nur ein kleines bisschen. So. Medizin. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Also, der Stuhl ist umgefallen. Das ist nicht in Ordnung. So, guck. Ich habe den Stuhl wieder aufgestellt. Ja, jetzt können die Leute hier wieder ordentlich hinsitzen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht irgendwie überall einkrache. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal die Küche. Die ist verschlossen. Na, das hätte jetzt ein Messingpunkt hingeben können. Wenn ich dann das Buch finden würde, endlich mal. Und gib mir mal, jetzt brauche ich die Kneifzange, die Waschbecken durch mein Buch. Warte mal, wo ist das? Ödlandschätze, glaube ich. Sammle mehr Blei und Messing aus Spülbecken. Das Spülbecken bringt es uns gar nichts. Jetzt bringt es mir aber Messing. Das finde ich ziemlich cool. So, auch dieses Spülbecken gibt jetzt Messing. Wobei ich die da eher weniger wegholzen wollen würde, weil die ab und zu eigentlich immer mal wieder Loot geben. Und ich gehe doch öfter ins gleiche Gebäude. Deswegen denke ich, lohnt sich das schon, wenn ich die für Loot immer da lasse. So, gucken wir mal hierher. Auf dem Balkon. Da ist aber nichts. Nix für uns. Okay. Geh mal wieder rein. Da ist kälter. Wärmer. Wärmer, wärmer natürlich. Dann taust du gleich hier die Wand kaputt, Freundchen. Ha? Frechheit. Ein schönes Haus. In Tip-Top-Zustand. Kannst du doch nicht einfach kaputt matschen. Frechheit. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Der hat bis jetzt noch kein Schlag landen. Hehe. Nicht einen Schlag hat der gelandet. Das finde ich gut. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Erst oben, erst unten. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen, glaube ich, erstmal ganz unten entlang. Weil da kann ich nicht runterplumpsen. Dann können wir hier nämlich schon mal aufräumen. Also erstmal gucken, wo die ganzen Zombies sind. Na. Nein, du hast mich nicht getroffen. Du hast mich nicht getroffen. Und nochmal. Yes, jawoll. So muss das. So muss das, Freundchen. Ich komme da nicht durch. Muss ich jetzt da durch, ohne mich durchzukloppen wie eine Bekloppte. Tür entriegelt. Da ist dann was dahinter. Ja, wusste ich doch. Bin trotzdem zusammengezuckt, ne? So, Fräulein, so nicht. So nicht. Auf jeden Fall haben wir in dem Haus hier Spaß. So, weg damit. Bin zu faul, meine Axt auszupacken. So, das ist noch ein Businessman. Das war ein Businessman. Und hier würde man dann runterfallen. Oh, hier ist aber schön Kohle. Ich glaube tatsächlich, die Kohle nehme ich gerade mal mit. Muss ich nämlich schon nicht ins Kohlebergwerk gehen. So, so, so. Dann plumpst man runter. Da ist bestimmt was versteckt dahinter. Nee, oder auch nicht. Okay. Die Kohle nehmen wir mit. Ist immerhin kostenlos Kohle, ne? 400, 500 schon. Und das sind halt dann wieder ein paar Schuss. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch genug Kohle zu Hause habe.
Ich müsste halt mal wieder mehr Bohrer losziehen, meine Kohlemine und abbauen. Aber ich bin so faul. Ich hab doch zu tun, Mensch. Deswegen nehme ich das jetzt hier einfach mal mit. Das sieht so schön aus, ne? So richtig tief schwarz. Also ich finde, Kohle haben sie schon schön gemacht. Allgemein die Rohstoffe, finde ich, haben die Pimps richtig, richtig schön gemacht wieder. Bloß halt das Problem, dass der Stein in der Wüste jetzt aussieht wie Sand und dass es in der Wüste kaum noch Sand gibt. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber vom Aussehen her ist schon schön. Weg damit, weg damit. Alles meins. Danke für den wunderschönen coole Ding, ne? So, können wir hier looten? Ist hier noch irgendwo was Schönes dahinter oder so? Ne, sieht nicht danach aus. Warte mal, das können wir aber abschrauben. 2300 Kohle, ne? Das ist nicht schlecht. Fressen, saufen, schrotten, ne? Unser Lebensmotto, unser Lebens... Ne, warte, unsere Lebenseinstellung, so rum. Nehmen wir auch mit. Jawoll, jawoll, jawoll. Da waren wir gerade schon. Da war die gute Dame. Ist da vielleicht was versteckt? Guck mal, da ist nicht einfach nur... Ach, da guckt man dann da in den Kamin und sieht die... Ah, ich verstehe, ich verstehe. Das ist ja irgendwie ist das cool. Sowas finde ich eigentlich immer ganz cool dann, ne? Da ist ja nichts drin. Obwohl, ist da oben was drin? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, hoffe, denke nicht. Ich habe eine Quest angenommen. Die war unberührt. Dann nehmen wir die nicht so. Also zerstören wir sie nicht. Dann könnte Loot nachrutschen. Irgendwann mal. Falls ich jemals wieder in dieses Haus reingehe. Ich habe eigentlich so viele Häuser, ne? Ich glaube, man könnte auch locker komplett ohne Loot Respawn spielen. Aber das mag ich nicht. Gerade wenn man... Oh, hier was specken. Guck mal, das brauchen wir für sonst nichts. Gerade wenn man dann so eine Bücherei oder so hat. Und ich habe, glaube halt nur ein, zwei Büchereien hier. Das wäre grausam, wenn ich da nicht... ein Loot Respawn hätte, ganz ehrlich. Das wäre grausam. Also, da waren wir schon drinnen. Dann kann man auch noch weiter nach oben. Da waren wir auch schon. Da geht's dann eine Rapide runter. Dann gib mir mal noch mehr Holzrahmen, bitte kurz. Was ist das? Echte Kerle. Eigentlich, ich habe so viele Quests schon angenommen, ne? Ich meine, ich blicke ja schon selber gar nicht mehr durch. Oh, schade. Was, welche Quests sind, ob es Händler-Quests sind oder ob es Zettel-Quests sind und, oh, Bücher, da blicke ich schon gar nicht mehr durch. So, komm, gib mir doch das Buch, was ich brauche, Mensch. Und hier sieht man, ah, da sieht man jetzt die Kiste. Und bevor man sich dann durchkloppt, geht mal durch den Keller, ne? Pfötchen drücken. Oh, schade, schade, schade. Paar Bücher, aber es sind keine Bücher da. Ne? Ich finde das so grausam. Ich finde das so grausam. Also dann gucken wir hier oben noch. Da haben wir doch bestimmt auch irgendwo noch ein paar Zombies rumliegen, oder? Irgendwo. Ja, natürlich. So. Ich höre noch einen. Die jammern sich gerade durch. Ja, ja gut. Mal kaputt jetzt, Freundchen. Warte, ich bin zu weit entfernt. Die können wir entriegeln. Da kann ich dir helfen. Da kann ich dir helfen. Also, der andere kommt gleich von hinten und gibt mir einer drauf, ne? Ich glaube, der andere hat irgendwas zerdeppert. Kommst du auch auf die Seite? Ah, da, guck mal. Da, guck mal. Ja, 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 ja. Nicht, dass der mich gleich im Schrank, ne, beehrt hier. Und weg damit! Weg damit! So, der ist tot. Und der ist auch gleich tot. Ist er tot? Jetzt ist er tot. So muss das sein. Also das können wir mal schrotten. Das können wir lesen, das brauchen wir nicht. Das können wir vielleicht verkaufen. Die benutze ich jetzt einfach mal. Die können wir schrotten. So, was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt?
das erstmal tauschen. Wo ist denn mein... Da ist mein Schraubschlüssel. So. Ich nehme mal das Bettchen hier mit. Einpackelen, einpackelen. Ich finde das gerade echt irgendwie cool, das Haus hier. Frag mich nicht, warum. Aber irgendwie... Vielleicht, weil ich es halt auch nicht kenne. So, da könnte man raus, oder? Ah, da könnte man dann raus aufs Dach. So, und dann könnte man da nämlich wieder rein. Und da ist eine Lampe, aber ich bleibe mal hier drin. Ich nehme diesen Weg. So, erstmal nicht abschraubeln. Ich glaube, wir haben jetzt so gar keinen Zombie mehr. Mitnehmen ist alles missing, ne? So, muffiger Rucksack. Gläser mitnehmen. Verschlossen, aber eigentlich brauchen wir da auch gar nicht raus, weil... Genau, da ist sowieso nichts. Da drüben will ich noch hin und warte, warte, warte. Da gibt es ja noch einen Stock. Da gibt es ja noch einen Stock. Da fällt man doch bestimmt runter, oder? Da auf jeden Fall, ja. Ja, ja, da würde man runterplumpsen. Und da ist der Dachboden, okay. Okay, okay. Mitnehmen. Das ist nur finster. Hier, guck mal. Ich meine, die Dachbodendinger sind schon auch cool gemacht, ne? Das, ich finde, die haben das schon teilweise echt cool gebaut. So. Halli, ich sag's lieber nicht. Nicht Hallo sagen, sonst hat man hier die Party, ne? Mal mitnehmen. Können wir hier gleich schrotten. Hat sich's gelohnt? Ich weiß es nicht. Aber es waren ein paar Bücherregale dabei. Das fand ich jetzt schon ziemlich cool. Okay, da nur nicht runterfallen. Nur nicht runterfallen. Und du auch nicht runterfallen, weil sonst brauchst du ewig, bis du wieder bei mir bist. Komm mal hierher. Komm doch hier. Da ist eine Tür. Komm doch rein da. Ja, danke schön. Jetzt hat er es begriffen. Dass da eine Tür ist. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Okay, jetzt darfst du runterfallen. Schön hast du es demonstriert. Na, der könnte nämlich wehtun. Oh, Kerze muss ich mitnehmen? Ich brauche Kerzen. Ich brauche Kerzen für Asgard. Auch wenn es total bekloppt ist, ne? So. Hallihallo. Ein Krabbelfiech und ein Soldat. Also, dich erstmal hier. Kaputt machen, bevor der Krabbeltyp bei mir ist. Komm schon, dann erst den Krabbel. Ich wusste es, dass du mich erwischen tust. So, jetzt habe ich Zeit für dich. Ganz alleine nur für dich. So, bam, kaputt ist er. Kaputt, kaputt, kaputt. So. Ne, diese ganzen verzwickten Dinger hier immer. So, dann geht's auch nochmal weiter. Du warst es. Ich dachte schon, ich stürze hier sein. So, warte mal. Ah, warte mal, warte mal. Lass mich mal hier oben gucken. Dann. Sieht aber nicht so aus, als wäre hier was. Ist da oben vielleicht noch was? Könnte da was versteckt sein? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Er ist mit Koffer looten, der ist aber leer. So. Ich gehe in aller Seelenruhe darüber. Würde man da auch? Nee, da würde man nur eine Etage tiefer sein. Ich habe ja das mittlerweile auch geskillt, dass bei mir die Sachen länger brauchen, bis sie einstürzen, als normalerweise. Deswegen habe ich hier keinerlei Probleme. So, Gammelfleisch. So, warte, warte, ich würde mich dann gern erstmal heilen. So. Und so. Ja, 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 ja. Nicht so böse sein. Geh kaputt. Dann geh du kaputt. Dann geh du kaputt. So. Autsch, autsch, autsch. Und du. Sehr, sehr gut. Oh, der hat mich doch tatsächlich ein bisschen mehr erwischt. Ist meine Rüstung langsam kaputt? Du könnte nämlich sein. Nö, doch nicht. Dann hat er mich nur verdammt gut erwischt. Okay, dann nehmen wir das da auch mal gleich. Dann trinken wir. Sehr, sehr gut. Dann gucken wir mal. Das können wir schrotten, schrotten, saufen. Steine brauche ich jetzt nicht.
Aus den Rahmen können wir. Ne, aus dem Holz können wir Rahmen machen. Den können wir verwenden. So, damit die jetzt hier so viel Loot mitbekommen, den wir mitnehmen können. SOS! Aber die Gammelfleisch nehmen wir noch mit. Dann können wir die Federn rausschmeißen. Die brauche ich absolut nicht mehr. Und irgendwie richtig cool, ne? Da hat er dann oben gewartet auf Hilfe, die niemals kommt. Also ich bin da, ich helfe dir jetzt, aber es ist leider schon zu spät. So, dafür hilft er mir jetzt, indem er meinen wunderschönen Garten düngt. So, da können wir schrotten, da können wir mitnehmen und da können wir direkt fressen und schrotten. So, ne, Waffen, ich meine, von hier aus hat er schon eine coole Aussicht. Und er ist erste Hilfe und keiner ist gekommen, um ihm zu helfen. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich fand, das Haus war jetzt so als so ein unscheinbares Ding, war das eigentlich ganz cool. Genau, so. Lass mich jetzt aber ganz schnell nach Hause fahren. Erstens mal, es wird Nacht. Zweitens mal, ich will die ganzen Sachen schnell wegbringen. Und ich wollte noch was anderes schnell kuckeln. Deswegen, ich fahre mal ganz schnell heim. So, ich habe mal kurz alles weggedingst, alles weggeladen. Ich wollte jetzt nämlich was kuckeln. So, man braucht hier nur... Ja gut, das sind Sachen, die weiß ich eigentlich, dass das nicht drauf geht. So, und zwar wurde ich gefragt, oder nur so allgemein, was für Mods kann man eigentlich in das Spike reinpacken? Also ich glaube tatsächlich, habe ich jetzt noch irgendwo hier, gib mir mal ganz kurz... verändern das hier raus und das hier wieder rein. Also, ich glaube tatsächlich, ich habe in meinem Bike keine einzige Mod drin. Wo ist denn das? Öffnen? Genau hier. Nachtang, reparieren. Achso, ich habe schon schwarz gefärbt, aber ich habe es nur schwarz gefärbt. Das ist aber in dem Sinn keine Mod, weil das kann ja im Prinzip nichts, ne? Kann ich das jetzt auch noch blau färben? Nicht mit der Schwarz zusammen. Also ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass man vielleicht großen Motor reinbauen kann. Dass es nicht so viel Sprit frisst. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt gar keine Mods für das Bike. Kann das sein? Also ich meine, ne, das ist halt jetzt so. Wenn ich es jetzt in die Tasche tue, sieht man, wo ist es jetzt? Dieses graue Bike. Ich habe es halt so gemacht, weil ich sowieso so viel Farbe übrig hatte. Ich habe da nur, die habe ich komplett vergessen. Ich habe da nur eine schwarze Farbe reingemacht. Wenn ich die jetzt nämlich nehme, ist es für mich in meiner Tasche schwarz. Aber hat dann natürlich diese Modkringel, weil für mich ist es halt persönlich dann besser, zu sehen, was ist mein Werkzeug oder was ist eben nicht mein Werkzeug. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier... Oder hier die Waffe, dann bräuchte mir halt einen Blick, okay, das hat keinen Kringel da oben, also ist es nicht meine Waffe. Wobei ich da gucken kann, ob die besser ist wie meine. Deswegen habe ich da Farbe reingepackt, damit ich nicht aus Versehen da oben meine Sachen verkaufe oder Dingensen. Aber ich glaube, es gibt keine Mod, die man so ins Spike reinpacken kann tatsächlich. Sehr, sehr komisch. Und die schwarze habe ich komplett vergessen. Tut mir leid. Okay, genau. Nee, sonst müsst ihr mal schreiben, wenn ihr wisst, ob man irgendwelche Mods ins Bike tun kann. Weil ich meine, das Ding hätte ja immerhin 4 Plätze, 5 Plätze frei. Gib mir nochmal kurz öffnen. Leere Modifikation. Das ist halt das war's. Man hat ja keinen Korb-Mod oder so, damit man mehr Platz hat. Den Tank hätte ich jetzt gedacht, dass es vielleicht weniger Sprit frisst oder mehr Sprit reingeht. Geht aber auch nicht rein. Sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Genau. Na gut. So, aber dann würde ich sagen, ich werde Bullen gehen jetzt nachts über oder was anderes anstellen. Und dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.